Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. B-Win. Hallo und herzlich willkommen bei Zoom. Heute mit Paul Zipser. Einer Zusammenfassung des Champions Cups und natürlich dem Ausblick auf das erste Bundesligaspiel gegen den MBC. Paul, noch bist du ja verletzt, bist aber natürlich so nah dran an der Mannschaft wie keiner. Wie ist die Stimmung denn gerade im Team? Ja, also wir lernen uns alle kennen und ich denke jetzt mit die Vorbereitung ist jetzt bis jetzt ganz gut gelaufen, denke ich. Habe auch nicht alles mitbekommen, aber soweit läuft es ganz gut, denke ich. Und jetzt gab es am Wochenende nochmal ein Turnier, den Champions Cup in Berlin. Und wie da der FC Bayern Basketball abgeschnitten hat, das fasst mein Kollege Julian Klonicker zusammen. Ja, gar nicht mal so gut. Die Bayern verlieren nämlich das Spiel um den Champions Cup in Berlin gegen Berlin mit 68-76. Eine rabenschwarze erste Hälfte mit nur 13% aus dem Feld ist am Ende ausschlaggebend. Zu selten Aktionen wie diese. Alba in den ersten 20 Minuten, ansonsten das entschlossenere Team. Die Bayern kämpfen zwar nach der Pause, entscheiden das dritte und vierte Viertel für sich. Die Aufholjagd kommt an diesem Abend aber zu spät. Nun heißt's Mund abputzen und volle Konzentration auf den Ligastart gegen den MBC. Was gefunden für einen Coach? Bin mir noch nicht ganz sicher, ja. Dass Svetislav Pesic, also der Coach, offensichtlich Gefallen an der Wiesn findet, das sehen wir hier. Es ist Wiesnzeit. Aber Basketball fängt an. Start 2. Oktober in Audilov. Genau, in der Liga bald wieder rund. Was erwartest du vom ersten Spiel gegen den... Oh. Was erwartest du vom ersten Spiel gegen den MBC? Ich denke, wir werden noch mehr gejagt als letztes Jahr. Aber das schaffen wir trotzdem. Der Meister wird ja immer ein bisschen mehr gejagt. Jetzt kommt er noch aus München, heißt FC Bayern. Ist es dann noch schlimmer? Das werden wir sehen. Letztes Jahr haben wir schon ein bisschen gemerkt, dass die Teams immer alles geben gegen uns, sowieso schon. Und jetzt werden wir sehen, ob das nochmal mehr wird. Und den kommenden Gegner des ersten Spiels, den MBC, haben wir uns nochmal ganz genau angeschaut. Der MBC ist also der erste Gast der Saison im Audidome. Im vergangenen Jahr chancenlos in München. 106-81 siegte der FCBB in seiner Meistersaison. Der MBC heute aber ein ganz anderes Team. Außerdem mit ordentlich Selbstbewusstsein. 10 Siege aus 11 Vorbereitungsspielen, die Bilanz der Mannschaft von Headcoach Silvano Poropat. Zuletzt eine überzeugende Generalprobe gegen den Ligakonkurrenten aus Bayreuth. Die neu zusammengestellte Mannschaft scheint zu harmonieren. Mit Kalojaro, Parker, Hatton, Kaffee und Kovacevic haben die 5 Topscorer der vergangenen Saison den Club verlassen. Die neuen schlagen aber bisher ein. Mit Kapitän Malte Schwarz hat der MBC zudem ligaweit den statistisch treffsichersten Dreierschützen in seinen Reihen. Und mit Poropat den Trainer des Jahres an der Seitenlinie. Vergangenes Jahr am Ende Tabellenplatz 10, die Wölfe auch in dieser Saison ein Playoff-Aspirant. Das also war die erste Folge Zoom. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss oder Servus. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. B-Win. Servus, wie ist eigentlich miteinander?